Nico hatte das Problem, dass er häufig Fieberschübe hatte. Fieberschübe in Abständen von einigen Wochen bis 40 Grad. Und die waren nicht zu erklären. Kein Arzt konnte uns helfen. Der Hausarzt kam nicht weiter, andere Kliniken kamen nicht weiter. Und wir haben durch das Epilepsiezentrum hier in Alsterdorf die Empfehlung bekommen, hierher zu kommen, zu Herrn Dr. Poppele. Und dem war relativ schnell klar, woran es gelegen hat. Er hat dann mit einem Endoskop eine Untersuchung unternommen, die da war, denn, dass er trinken und essen musste während dieser Zeit. Und dann konnte man sehen, dass Nico also sehr verspätet zum Schlucken kam, beziehungsweise dann Reizhusten bekam und dann die Aspiration in die Lunge stattfand. Und das war der Hauptgrund. Und das wurde hier ganz, ganz schnell gefunden. Also emotional ist es natürlich so, dass man weiß, dass ein behinderter Mensch ab 18 Jahren in ein gesundheitliches Loch fällt. Das heißt also, es gibt nicht genügend Ärzte und Einrichtungen, die sich wirklich spezialisiert haben auf erwachsene Behinderte. Und das ist ein Punkt, wo man ganz ehrlich sagen muss, da ist man ohnmächtig. Man steht vor einem Riesenproblem. Und die Probleme des Behinderten werden ja mit dem Alter ja nicht weniger, sondern eher mehr. Und man sieht es an Nico, der jetzt mit seinen 23 Jahren vor zu einem Jahr angefangen hat mit dieser Aspiration, was vorher nicht da war. Und kein anderes Krankenhaus oder kein anderer Arzt konnte uns helfen. Und hier sieht man eben, dass man kompetent geholfen worden ist. Und das finden wir super.